nehm dir nun, ihr seht gut aus und ihr seid jung. Und was uns jetzt noch fehlt, ist Publikumsbeleidigung, ihr Fotzen. So einfach ist es nicht, wie ihr wahrscheinlich denkt. Das Leben ist kein Ponyhof, man kriegt kein Pferd geschenkt. Eure Gesundheit ist, was uns am Herzen liegt. Und außerdem sehe ich gern, wenn ihr schwitzt und euch verbiegt. Ich zähl bis 10. Und dann will ich euch springen sehen. 1, 2, 3, 4. Reicht schon. Also es geht. Dann machen wir weiter, ne? Zwei Männer gehen die Straße lang. Der eine wäre gern eine Frau. Und welcher von den beiden weiß ich selber nicht genau. Sie reden über dies und das, sie haben eine Menge Spaß. Doch dann fängt es zu regnen an und huch, mein Kleid wird nass. Ich sag euch ein, ich sag zwei. Annette ist noch nicht da, darum sag ich nochmal zwei. Das ist jetzt nicht so wichtig, ich erwähn's nur nebenbei. Ich zähl bis 10 und dann will ich euch springen sehen.
dich glücklich. Bist du süchtig nach Liebe? Oder bist du wie Sandrohr? Bist du vielleicht ein Model? Freund, bist du ein Gourmet, bist du Imbissbudenfreund? Es ist egal, was du bist, Hauptsache ist, es macht dich glücklich. Es ist egal, was du bist, Hauptsache ist, es macht dich glücklich. Lass dir bloß keinen Scheiß antrinken, das Leben ist schön. Wo es war, mein Schild leider ein und pfeife, zum Tanzen bin ich so.
überhaupt gar nicht geboren. Dankeschön, schönen guten Abend. Wir sind wieder zu Hause. Also nicht alle, ich gebe es zu, manche kommen nicht aus Berlin. Sie kommen aus der Hölle zum Beispiel, aber hey, die Hölle und Berlin, wo ist der Unterschied? Seid ihr gut drauf und so? Habt ihr Lust, noch ein paar Lieder zu hören? Oh, hat euch das Album gefallen? Wer hat heute Geburtstag? Happy Birthday to you. Annette steckt noch in der Bahn fest. Weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Da ist irgendwie Stress. Das ist immer das Problem, wenn Leute arbeiten. Ja? Habe ich mein ganzes Leben lang vermieden. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Seid ihr textsicher? Na, dann lasst mal hören, die Glocke. Ich sag... Goethe, fahr in Urlaub 0 zu 1. Fahr, das hat bestimmt sehr weh getan. Ich schick dir einen Blumenstrauß, du liegst im Krankenhaus, ich lieg am Strand. Mit einem eiskalten Getränk in meiner Hand. Ich hab ne Sonnenbrille auf, weil ich sie brauch. Die Sonne scheint mir auf den Bauch. So geht's doch auch. Jahre warst du deiner Firma treu, jetzt haben sie dir gekündigt. Nach all dieser Zeit, so viel zum Thema Dankbarkeit. Du hattest gleich nen Herzinfarkt und jetzt liegst du im Sarg richtig am Start. Mit einem eiskalten Getränk in meiner Hand. Ich hab ne Sonnenbrille auf, weil ich sie brauch. Die Sonne scheint mir auf den Bauch. So geht's doch ab. Nur ein Nagel im Knie, nur ein Loch in der Lunge, nur ein LKW-Unfall. Ach, das Leben ist kurz und man muss es genießen. Es ist viel zu schnell vorbei. Ich lieg am Strand. Da wird man immer so ein bisschen arrogant. Das ist ja interessant. Doch mit dem Meer ist es wie mit der Arbeit. Ja. Es ist genug für alle da. Ich lieg am Strand mit einem eiskalten Getränk in meiner Hand. Ich hab ne Sonnenbrille auf, weil ich sie brauch. Die Sonne scheint mir auf den Bauch. So gibt's doch auch. Zu Boden oder an die Wand.
sie redet nicht. Sie wird nie vom Schaf übermannt. Sie hinterlässt auch keine Fußspuren im Sand. Und sie redet nicht. Sie ist unscharf an den Rändern, man erkennt sie nur verschwommen. Das ist leider nicht zu ändern, das, was ich am allermeisten will, werde ich von ihr nicht bekommen. Ich wüsste wirklich allzu gern, was sie gerade denkt. Und ob sie mir wohl irgendwann ein paar Kinder schenkt. Manchmal öffnet sie ihren Mund, sie will nur Luft holen, sonst gibt es keinen Grund. Und sie redet nicht. Sie ist unscharf an den Rändern und sie wird wie schlecht probiert. Sie bewegt sich wie am Bändern und ich frage mich seit Jahren schon, woraus sie ist und wie sie funktioniert. Sie wird nicht allzu gern, was sie gerade denkt. Und ob sie wohl nach einer Zeit ein bisschen an mir hängt. Ist sie von einem anderen Stern? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich frag sie selbst, wenn ich mich irgendwann mal trau. Sie ist unscharf an den Rändern.
Wind ist zerbrechlich, fass es vorsichtig an, wie Porzellan. So, das war der Anstandsapplaus und jetzt nochmal den richtigen Applaus! Geht doch! Vielleicht machen wir später sogar noch eine Laola. Ich hab schon ein bisschen Angst. Aber jetzt, Nessie, darf ich noch austrinken? Zwickau! Das ist Nessie. Und jetzt, so wie ich ihren Puls einschätze, geht's gleich zur Sache. Nessie. Ah! Annette, hast du Silikon eingekauft? Was hab ich? Nichts, alles gut. Viel Spaß. Polizei!
Dankeschön. Beim nächsten Lied ist eure Mitarbeit gefragt. Wippen. Wippen ist die neue Trendsportart, hoffe ich zumindest. Nicht hüpfen, nur wippen. Ich war heute in der Stadt, ich hatte Geld dabei, ich wollte einkaufen gehen. Ich war heute in der Stadt, in deren Rand ich wohne, wollte einkaufen gehen in der Fußgängerzone. Ein hässlicher Hund hat mich angekläfft und ich betrat ein Elektrofachgeschäft. Man hatte mich gelockt auf die übliche Weise, es gibt größte Auswahl und niedrigste Scheiße. Doch die Nachfrage war größer als das Angebot. Was bedeutete das hierbei eine Schlagbedrohung? Und wenn viele etwas wollen, das nur wenige bekommen, wird auf den Ball zu Hilfe genommen. Und das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Jihad! In der Stadt mit meinem Automobil, da fuhr ein Herr hinter mir, der fuhr sehr infantil. Erst blinkt er, dann hupt er, dann fährt er nicht auf. Und ich hab doch meinen Wagen gerade erst neu gekauft. Ich bin nur ein Mann, aber auch ich hab Gefühle. Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele, wenn ich durchzählen musste, es sind ungefähr drei. Aber Wut und Hass sind dabei. Und das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Krieg in der Stadt. Krieg am Regal. Krieg auf den Marsch. Sag es nochmal, es heißt Krieg in der Stadt. Krieg um Krawall. Krieg auf dem Land. Überall, überall. Krieg in der Stadt. Krieg am Regal. Krieg auf dem Land. Jetzt bin ich sehr gespannt. Verzeihlich, denn das ist besser so für alle Beteiligten. Ich bin schon wieder dabei, mein Herz zu verlieren. Ich bin ein Mann, das kann jederzeit wieder.
existiert. Ein bisschen lauter. So, ihr merkt selber, oder? Ihr merkt selber, es ist Zeit für Romantik. Aber Romantik, so komplett herzchenlos, das ist nix. Jetzt seid nicht so schüchtern hier vorne, ihr könnt ja gleich weiter pogen. Ein bisschen Herz muss sein. Dann kommt der Schwanz von ganz allein. Oh, ich habe eine verstimmte Gitarre. Haltet mal kurz die Herzen. Ich gucke mal, ob ich Jochen überreden kann, mir eine andere zu geben. Hallo Jochen. Jochen! Ah, viel besser. Eins, zwei, drei, vier. Das erste Morgenrot berührt den Himmel kaum. Und du liegst neben mir. Es war also kein Traum. Wie konnte das passieren? Was haben wir getan? Und ist es jetzt vorbei? Oder fängt es gerade erst an? Die Worte. Du bist so, du bist so schön. Mir fehlen die Worte. Du bist so schön. Jetzt lächelst du im Traum. Ich wusste nicht, dass man das kann. Ich glaub, ich lass dich schlafen und seh dich weiter an. Mir fehlen die Worte. Du bist so schön. Mir fehlen die Worte. Du bist so, wirst du ein Schiff, ich wäre gern dein Hafen. Wärst du ein See, du lügst mich zum Bade ein. Wärst du ein Traum, ich würde für immer schlafen. Wär ich ein Sommertag, wärst du der Sonnenschein. Doch eigentlich verbeine ich an zwei dich zu wecken. Ich hoffe, du hörst mein Schweigen nicht, denn wenn du gehst, dann leide ich, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht, das wissen wir wohl beide nicht. Entscheide mich für Zuversicht und hoffe, du bleibst bei mir. Yeah.
Telefon, es klingelt jeden Tag um vier. Ich fahr nicht mit der Straßenbahn, ich lauf den ganzen Weg zu dir. Das Telefon wird abgehört und in der Bahn sitzen Spione. Sie tragen stets dieselbe Uhr und wissen alle, wo ich wohne. Wir treffen uns in einem Park, um diese Zeit ist niemand hier. Wir können reden ungestört und es gibt keine Mikrofone. Sie kommen meistens nachts, um die Leute zu holen. Und hinterher steht wieder eine Wohnung leer. Die Zeitungen sind voll mit Durchschalten. Ich weiß, ich kann mir auch vertrauen. Wir träumen schon seit einem Jahr zusammen von dir abzuhauen. Du hast uns Dynamit besorgt, jetzt brauchen wir noch ein paar Waffen. Du sagst, du hältst es nicht mehr aus und du hoffst sehr, dass wir es schaffen. Abschied darf ich dir noch einmal tief in deine Augen schauen. Ich denk den ganzen Weg nach Haus an dich, ich werd wohl nicht viel schlafen. Sie kommen meistens nachts, um die Leute zu holen. Und hinterher steht wieder eine Folge.
wieder zu dir, die Straßen waren völlig leer. Dein Name stand nicht an der Klingel, in der Tür stand irgendwer. Er gab mir einen Brief von dir, in dem du schriebst, es tut dir leid. Und außerdem wünschst du mir Glück und dankst mir für die schöne Zeit. Ich weiß, du musstest mich verraten, doch das nützt dir jetzt nichts mehr. Du wusstest nicht, ich arbeite seit Jahren für die Sicherheit. Und wir kommen meistens nachts, um die Leute zu holen. Und hinterher steht wieder eine Wohnung leer. Die Zeitungen sind voll mit Durchhalteparolen. Aber Zeitung liest sowieso keiner mehr. Überall sind Kameras angebracht. Alles wird rund um die Uhr überwacht. Die Grenzen sind geschlossen seit Jahren schon. Und morgen früh besuch ich deine Exekution. Vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, ihr habt noch Platz. Wie sieht's denn aus mit Ska-Tanzen? Vielleicht könnt ihr das so machen, dass ihr die Bewegung so koordiniert, dass ihr niemandem wehtut. Wenn das alle gleichzeitig machen. Jochen. Jochen hat mir versprochen, heute Abend... Egal. Also, Ska-Tanzen. Wisst ihr überhaupt, wie das geht, Ska-Tanzen? War das ein Ja oder ein Nein oder leck mich am Arsch? Dachte ich mir, ich kenne doch Berlin. Jetzt quatscht er wieder. Na gut, dann seht halt selber zu, wie ihr klarkommt. Keine Freunde mehr hast, weil dein Arsch in keine Hose passt. Wenn Sit-Ups und Liegestützen bei dir rein gar nichts nützen. Wagenstühle und Matratzen einfach unter mir zerplatzen, dann hab ich mich verwirrt. Du bist nicht zu dick, nein, die anderen sind zu dünn. Du bist nicht zu dick, sondern die anderen sind zu dünn. Als halbtote Skelette wissen sie, du es Leben gehen. Aber du bist nicht zu dick, du bist wunderschön. Wollen, wenn du vom Bürgersteig springst und in einer Pfütze Wasser trinkst. Wenn ich beim Spazieren geht und da Chihuahuas übersehen, dann lass dir nichts erzählen. Du bist nicht zu klein, nein, die anderen sind zu groß. Du bist nicht zu klein, sondern die anderen sind zu groß. Wir sind verlorene Riesen, so anarchisch wie Zahn. Aber du bist nicht zu klein. Du bist nicht zu langsam, nein, die anderen sind zu schnell. Du bist nicht zu langsam, sondern die anderen sind zu schnell. Als menschliche Atome hetzen sie sinnlos umher. Aber du bist nicht
zu langsam. Vielen Dank! So, jetzt kommt ein Mitmachlied. Das haben wir neulich schon mal. Nein, nicht Au. Ein Mitmachlied. Au erst, wenn jemand auf den Fuß gesprungen ist. Das ist ein Lied mit einem ganz markanten Zwischenteil, der geht so. Und das haben wir neulich mal ausprobiert. Wo war das? In Erfurt, oder? War das in Erfurt? Egal. Folgendes. Wenn dieser Teil kommt, dann atmet ihr ein. Und zwar. Und wenn es dann wieder laut wird danach, dann schreit ihr. Ah! Wollen wir das mal kurz trocken ausprobieren? Okay, 1, 2, 3, 4. Ich gebe zu, es war sehr kompliziert. Erst einatmen, dann schreien. Nicht erst schreien, dann schreien. Wer hat es verstanden? Okay, wir versuchen es mal. 1, 2, 3, 4. Berlin, du hast Abitur bestanden. An dieser Stelle möchte ich Folgendes sagen. Da steht Christina. Es ist so, da stand früher mal Selina und Selina macht jetzt eine Solo-Karriere, für die ich ihr alle Gute wünsche, für die wir alles Gute wünschen. Nächste Woche am Freitag kommt ihr Soloalbum raus, das heißt Zu Fuß. Kauft es mal, dann freut sie sich. Und dann ist es, glaube ich, auch ausverkauft, wenn ihr alle kauft. Und jetzt haben wir Christina. Christina ist jünger. Weil wir haben das mit dem Marktforschungsinstitut untersuchen lassen. Wir müssen ja auch die junge männliche Zielgruppe ansprechen. Und Sinja, Nessie und Rachel, was soll ich sagen? Die haben mehr so eine Mutterfunktion für unsere Fans. Du bist so ein Miststück, echt? Das ist super. Aber Christina, sie hat sich sogar extra den Rock gekürzt heute, um mehr Knie zu zeigen. Ist natürlich alles gelogen. Jedenfalls Christina und ich, wir singen jetzt dieses schöne Lied. Bis zu der, habt ihr wahrscheinlich längst vergessen, bis zu dem Teil, wo ihr Folgendes macht. Alles klar. Ich, Christina und ich, wir beide. Das ging nämlich gar nicht um die jungen Männer, es ging um mich. Hätte gern eine bessere Welt, um darin zu leben. Denn einiges an unserer finde ich daneben. Viel zu viel wird investiert in Waffen und in Krieg. Und ich schlage vor, wir lassen das, dann haben wir mehr Geld für Musik. Ein Vorteil liegt klar auf der Hand, Musik will nicht zerstören. Hey, ach ja, auch! Ich dauernd schießen muss, hat mehr Zeit, sie zu hören. Und hätte ich das den Nachteil mal erzählt, dann hätten sie mich wieder bis aufs Blut geklebt. Doch ich geh nicht in die Politik, das lass ich lieber bleiben. Ich will nur einen schönen Popsong schreiben. Doch ich will das mit dem Ehrgeiz jetzt auch gar nicht übertreiben.
Meine Herren und Herren. Mutti kommt. Simone! So ist es mit älteren Modellen. Gebt mir ein J! J. Gebt mir ein O! O. Gebt mir ein Chen! Was könnte das eventuell heißen? Jochen! Jochen, ich glaube, Sie wollen, dass du die Gitarre reparierst. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Wir haben alle Zeit der Welt. Oh. Hey. Achso, wir machen das jetzt einfach mal so. Zwar lieg ich nachts stundenlang. Achso, stimmt, Simone. Zwar lieg ich nachts stundenlang wach und denk an dich. Doch immer ich ein Lied. Zwar gibt es. Die machen es viel besser als wir. Ich steh zwar ab und zu splitterfasernackt vor deiner Tür. Brrr. Hey Jochen, was meinst du? Sieht's gut aus? Wie ihr seht, keine Nylon-Seiten-Gitarre. Moment, haben wir noch eine andere Nylon-Seiten-Gitarre. Nee, ja, nein, vielleicht. Streik. Okay, gut, Streik. So ist das, wenn man mit sich einen Schwaben holt. Komm, wir machen es jetzt mit elektrischen. Merkt draußen kein Mensch. Einen Eindruck, was nachts bei uns im Tubus abgeht. Und dann kommt sie zum nächsten Konzert wieder. Ich bin so heiser, ich weiß gar nicht warum. Lügner. Lügner, oder? Frag mal deine Freundin Annette. Wir kommen jetzt aus der Nummer noch romantisch raus. Ich weiß, mit Kerzen, mit hier Feuerzeugen und so Sachen. Handys, okay. Irgendwas, was Licht macht. Keine Fürze anzünden, okay. Zwar lieg ich nachts stundenlang wach und denk an dich. Doch in Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Zwar gibt es keine schönere Frau auf der ganzen Welt für mich. Doch in Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Eigentlich bist du mir egal. Eigentlich bist du nicht mein Typ. Und auf jeden Fall bin ich gar nicht in dich verliebt. Ich steh zwar ab und zu einfach nur so vor deiner Tür. Doch im Prinzip
ich gar nichts von dir. Dein Foto hängt wirklich nur zufällig hier. Im Prinzip will ich gar nichts von dir. Eigentlich bist du mir egal. Eigentlich bist du nicht mein Typ. Und auf jeden Fall bin ich gar nicht in dich verliebt. Du bist nur Luft für mich, ganz unwichtig, total banal. Ich will dich gar nicht wahr. Du bist mir einfach phänomenal egal. Ich muss es dir gestehen, selbst wenn dein Herz daran zerbricht. In Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Du hast so schöne Augen und ein noch schöneres Gesicht. In Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Eigentlich bist du mir egal. Eigentlich bist du nicht mein Typ. Und auf jeden Fall bin ich gar nicht in dich verliebt. Verliebt, 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 fast gar nicht in dich verliebt. Simone! Jochen! Moment. Alles ist anders.
Verteidigung sein, ich wüsste selber gar, wo
es eingestehen, dass ich auf Wolken gehe, wenn ich dich seh. Mein Kopf ist JBD und es tut mir weh, dass du nicht weißt, wie es in mir aussieht. Ich lege dir mein Herz zu Füßen. Was soll ich noch damit? Bitte tritt es nicht kaputt, es lebt bereits genug. Mir ist klar, dass da niemals etwas sein wird. Dass da niemals etwas sein wird. Weil da niemals etwas war. Du weißt, ich bin von mir. Ich träume trotzdem von dir. Was ich nicht habe, kann ich auch nicht verlieren. Du sagst, es hat keinen Sinn, wenn wir zwei etwas beginnen. Zu spät, denn ich steck nicht so drin. Die Zeit vergeht langsam, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Mit jedem Herzschlag, es vergeht kein Tag, es vergeht keine Stunde. Ich bin jetzt an dich, jetzt in dieser Sekunde. Absolute Ruhe, was auch ganz gut ist, weil Jochen jetzt die Endstufe austauscht. Also muss ich jetzt ungefähr 2 Minuten mit Quatschen überbrücken. Ich sag mal, die erste Minute davon werde ich Tee trinken. Prost. Oder kriegt ihr das hinten, das Intro auch ein bisschen länger zu singen? Mit Sauerstoffmaske gerne. Das ist keine Sauerstoffmaske. Hippie-Publikum, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Normalerweise 3 Bier oder so. Nein, ihr wollt Tee. Wie wäre es, wenn ich runterkomme und euch alle mal streichle? Aber nicht im Genitalbereich. Okay, wir können über den Po reden. Was machst du hier? Verstehe. Er hat mir jetzt das Zeichen gegeben, dass alles okay ist. Dann sage ich mal, dann brauchen wir jetzt absolute Natterruhe? Also nicht Ruhe von den Nattern, sondern für die Nattern. Es schwimmt eine Leiche im Teich. War es vielleicht nur ein Unfall oder war es ein Mord? Sie schwimmt auf dem Bauch und von hier sieht es so aus, als ob sie düst. Ein friedlicher Anblick, sie wirkt fast ein bisschen erlöst. Es schwimmt eine Leiche im Teich. Ich sitz auf dem Rasen, ein Hund läuft vorbei. Es schwimmt eine Leiche im Teich. Und
Wahrscheinlich holt gleich jemand die Polizei. Ich würde sie dir so gern zeigen, aber du bist nicht hier. Bist plötzlich verschwunden, ich hoffe, dir ist nichts passiert. Es schwimmt eine Leiche im Teich. Ich sitze im Schatten und schaue ihr zu. Es schwimmt eine Leiche im Teich. Sie hat deine Figur und sie trägt deine Schuhe. Ich werde ein klein wenig traurig, warum nur, ich weiß es nicht. Ich glaube, ein bisschen erinnert sie mich an dich. Deine Leiche im Teich. Und ich würde dich gern fragen, ob du weißt, wer sie ist. Ich warte seit Tagen auf dich und ich frage mich, wo du bleibst. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass du mich beschreibst. Es stimmt, deine Leiche im Teich. Ich hab mich gefragt, warum. Eine Leiche im Teich, denn ich grub ein Loch in die Erde in finsterer Nacht. Ich trug sie ins Grab, sie war nass und so kalt, es war trotzdem schön. Es war ziemlich dunkel, ich hab ihr Gesicht nicht gesehen. Und ich weiß zwar nicht, wo du jetzt bist, doch ich hoff, du vergisst mich nicht. Bis du zurückkommst, so lang werde ich warten auf dich. Auf dich. Auf dich. Applaus für Las Nativas! Onomatopoisch. Oder für die Nicht-Germanisten unter euch, lautmalerisch. Soll dieses Lied jetzt von euch begleitet werden? Das geht wie folgt. Es passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging unter, es war grad mucksmäuschenstill. Nur ein paar Krähen. Ihr gebt einfach nicht auf, oder? Die männlichen Krähen, solche Eier, Irokese. Au, au. Nein, die Krähen, da wo ich herkomme, ja, machen die Krähen immer noch. Das klingt erst wie ein Gockel, aber. Ach echt? Ja. Okay, da wo ich herkomme, machen die Krähen immer noch. Das schon eher. Super. Ja, oder? Biologie und ich, wir sind so. Okay, Krähen. Wie wär's mit Kra? Komm, ganz altmodisch, Kra. Okay. Entschuldigung, Alex, da musst du jetzt durch. Geh doch so lange austreten. Wir machen das jetzt mal, okay. Eine Gruppe, die vor Nessie steht, nehmt mal kurz die Hände hoch. Wir sind jetzt die Gruppe 1. Also, na, da oben natürlich auch, ne? Gruppe 1, hier in der Mitte von mir, Gruppe 2. Und der Rest, Gruppe 3. Dann würde ich das gerne so aufteilen. Kra, kra, kra. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Ehrlich? Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam genossen ziehen. Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun. Plötzlich musste ich lachen. Ha, ha, ha. Plötzlich musste ich lachen. Bisschen schneller. Ah, sehr gut. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Blitz! Rechte Hand hoch. Blitz! Seid nicht so schüchtern. Blitz! Wenn ich den mache, könnt ihr ihn schon lange machen. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Das Ganze.
Wie oft hat der Blitz sich denn schon getroffen? Das ganze Leben ist nur ein Witz. Okay, in Gottes Namen, auf Witz. Au, au, au. Aber nur ihr kriegt ein Solo. Und alles, was wir so anstellen, um anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein. Schein. Alle fragen mich, was soll das sein? Das ist natürlich die Sonne. Die Sonne sitzt hier im Kehlkopf. Ich nehme übrigens keine Drogen, das ist Tee. Und nein, die Sonne macht nicht U, die macht Schein. Dazu auch dieses Gesicht. Schein. Kann ich das mal sehen? Schein! Du scheinst sehr gut. Du scheinst mir öfters zu scheinen. Okay, mal sehen, ob ihr euch das alles gemerkt habt. Ich sag euch eins, wenn ihr klatscht, könnt ihr das nie alle mitmachen, weil ihr mitmachen müsst. Wie geht der zum Beispiel, der Blitz? Ah, immer noch so oldschoolisch. Nein, Blitz! Blitz! Es passiert. Wenn ihr mal Kinder habt, macht ihr auch so Sachen mit denen, oder? Es passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging unter, es war gar ziemlich still. Oh, 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 ja. Nur ein paar Krähen. Noch ein paar Krähen. Eine überraschend große Herde Krähen war zu sehen. Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Ruhe jetzt! Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun. Plötzlich musste ich lachen. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Ich liebe euch. Das ganze Leben ist nur ein Witz. Und alles, was wir so anstellen, um anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein. Das war jetzt so schön, das machen wir jetzt nochmal am Stück, okay? Ich mag's. Oder hat's jemand eilig? Herr Wumm, die S-Bahn streikt eh, wir machen das bis morgen früh. Im Dunkeln durch Berlin laufen, das wollt ihr nicht, das ist viel zu gefährlich. Also, seid ihr bereit? Was ist mit den 4 Jungs, die hier vorne auch machen? Seid ihr auch bereit? Gründet doch mal eine Band, dann werdet ihr das los, ja? Okay. Es passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging und wir haben noch gar nicht die Sonne untergehen lassen. Geht doch mal in die Hocke. Na, come on, ja? Es passierte am Abend des 4. Na, die Sonne geht nicht so langsam unter, die Sonne geht unter. Die Sonne ging unter. Es war gar ziemlich still. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun. Plötzlich musste ich lachen. Der Gedanke traf mich wie ein. Das ganze Leben ist nur ein Witz. Und alles, was wir so anstellen, um anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein. Und ich sah ein, wir wollen an. Seiner Sonne genug zu essen, ein Blitz und jemand, der uns liebt. Wie weit geht Originalität zur kulturellen Identität? Wo wir gerade beim Thema sind, wüsste ich gar mal, sind Fremdworte in Rockmusik legal oder wird das zu rational? So viel, was wir begehren, weil wir so gerne was Besonderes wär. Ich glaub, ich gründe den Verein, da darf kein anderer hinein. Ganz egal, was du tust, ganz egal, wer du bist, die einfache Wahrheit ist. Wir wollen alle, alle mehr oder weniger dasselbe. Seid es Menschen wie du. Wir wollen die Familie, Jungs, wir
und mein Bad und ein Pfeil und ein Glas von allem ist das Beste und in Lade voll das Mach schwarze Bahn mit Chemie und schön Wald und die Nachbarn verbindet schön von Zettel und Pet aus der City, der Villa am Meer, die Jagd ist mein Arbeit in alle im Meer. Ein Platz an der Theke, ein Schub aus der Bulle und geht nicht das Neue für noch nie die Schule. Und echt die Verrohr, alles was ist für ihn und schon wieder ein Party, jemand der uns Vielen Dank. Und nun ein Herz für kleine, puschlige Hunde. Dies ist kein Lied vom Album, dies ist nur eine kleine B-Seite. Bonus-Track, wie man heute sagt. Dies ist kein Lied vom Album und darum reimt sich nüchtern. Dafür war kein Held mehr da. Es ist ein bisschen schlechter und fast ist nicht zu atmen. Dreht eure Anlage ein bisschen leiser. Nicht so laut sind, ihm fehlt doch die Erfahrung. Nach 3 Minuten ist es völlig heiser. Wenn die dann Menschen werden, dann wird dies hier der dicke Sohn vom Nachbar. Nicht schön, aber hilfsbereit. Und er hat immer Zeit, um uns sein. Stehen.
Und das letzte Lied.
Habt ihr noch Lust? Ja! Habt ihr noch Lust? Ja! Habt ihr noch Lust? Wie macht der Blitz? Fällt es heute ziemlich B-Seiten-lastig. 6 Stück sind es insgesamt. Eine kommt noch. Thank you.
es nicht wieder, als hättest du ein fremdes Leben gelebt. Musst irgendwo hin, am besten alleine, auch wenn es dir widerstrebt. Du hast nachts im Traum plötzlich Visionen, zweifelst an deinem Verstand. Du sagst, du hast Angst, du weißt nicht, wie's weitergeht. Du bist ausgebrannt. Wir werden hier auf dich warten. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Und manchmal schreibst du uns Karten. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Du fühlst dich allein in einem Raum voller Menschen, als wären sie nur Illusion. Niemand redet mit dir, weil kein Mensch deine Sprache spricht. Du sprichst sie selber nicht mehr. Du sagst, du wirst verfolgt und sie wollen dich töten. Doch wer sie sind, ist nicht klar. Und alles, was du jemals gewusst hast, ist überhaupt nicht wahr. Wir werden hier auf dich warten. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Und manchmal
geschürt. Falls wir uns nicht mehr wiedersehen, wünsche ich dir viel Glück. Vielleicht komm ich ja irgendwann sogar hierher zurück. Nächstes Jahr Wohnheime. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich morgen noch hier bin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit, aber egal, was auch geschieht. Ich werde an dich denken, dieses Mal Abschiedslied. Genau 2,5 Minuten Zeit. Gut, dass es die Schwerkraft gibt, sonst könnte es schwierig sein. So müsst ihr nur noch hochspringen, runterfallt ihr von allein. Ich zähl bis 10. Dickes B und Mann, er springt. Dann will ich euch springen sehen. 1, 2, Scheiße, hat es euch gefallen? Ja. Kommt ihr nächstes Jahr auch? Ja. Na, dann machen wir jetzt eine Runde Verbeugung hier. Das heißt nicht, dass ihr aufhören sollt zu klatschen.
Applaus für das sensationelle Racing Team!